Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Modus Schatten. Ja, und mein interner Auftrag ist es immer noch, diese Mission für das Schwert zu machen. In der Hoffnung, dass wir da mal eine Schwertrune bekommen. Und habe ich das. Der Karago brennt. Wir lassen mal den Karago brennen. Und wir sehen uns nicht, solange der uns in Ruhe lässt, lassen wir ihn auch in Ruhe. Wenn ich in einen Kampf gehe, möchte ich immer einen guten Jäger bei mir haben. Es ist jedes Mal ein Hochgenuss, wenn ihre Speere sich durch ein paar Köpfe bohren. Leben welche? Okay. Waren die nicht schon tot eigentlich, dachte ich. Karagola ist die schlechte Arbeit. Ja, können wir uns erstmal noch ein Artefakt snacken. Bevor wir uns aufmachen zu der Mission Lesefibel eines Waldläufers. Die Waldläufergründer sind nicht nur mächtige Krieger, sie erledigen auch eine ganze Fülle von Aufgaben im gesamten Königreich. Je nach Fall werden Waldläufer gerufen, um als Vermittler, Richter, Ärzte oder gelegentlich auch als Lehrer zu dienen. Es ist bekannt, dass Waldläufer Lesefibeln bei sich tragen und dass sie bei ihren Aufenthalten in Dörfern, in denen es kaum Möglichkeiten gibt, etwas zu lernen, ein paar bevorzugte Schüler auswählen, um ihnen das Lesen und Schreiben beizubringen. Schick, schick. Und da ist die Erinnerung. Sprich es ruhig aus. Fëanor. Warum zwingst du mich dazu, Hirgon? Daran bist nur du allein schuld. Du hast mich angefleht, dir die Wörter in meinen Büchern beizubringen. Das bereue ich jetzt. Welchen Nutzen hat die Schrift hier in Mordor? Hier, sieh dir das an. Eine Nachricht für dich. Liebste, sei mein Leib? Versuch es noch einmal. Kaib? Oder Weib? Weib? Ja, Hirgon, ich bin dein. Okay. Lass mal einfach mal so stehen. Wir gaben den Ausgestoßenen die Möglichkeit, Mordor zu verlassen und das sichere Gondor zu erreichen. Und wir können den Blick unseres Feindes auf uns lenken. Solange sein Blick auf uns gerichtet bleibt, können wir Zeit für Mittelerde gewinnen. Das sieht so komisch aus. Was machen wir da? Humgrat. Humgrat Schädelbrecher, altgedienter. Das ist einer von denen, die mich mal hier. Ja, das ist so einer, der mich mal kreuzweise kann. Gesicht des Elende. So, du bist weg. Eigentlich würde ich den jetzt am liebsten ausschalten dort unten. Eigentlich. Ich hab gehört, ein schwarzer Hauptmann hat 50 Sklaven Steine umgebunden und sie in den Fluss geworfen. Aber, statt dass wir uns den jetzt stellen, oder? Will ich mich endlich mal an dieser Mission probieren, was das überhaupt für eine ist. In die Grube. Der dunkle Herrscher ließ ihn in eine Grube werfen und ließ seine Diener auf ihn los, um zu beweisen, dass er nicht unsterblich war. Er tötete jeden einzelnen seiner Feinde, einschließlich derer, die ihn gefasst hatten.
Und das ist die Legende von deinem Schwert. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Besiege 50. Besiege die Kriegerhorde. So, da waren es schon mal zwei weniger. Von insgesamt 50. Und das war mit so zu erwähnen. Na verdammt, da hab ich gedacht, da will ich ja immer angreifen, deswegen. Also eine 100er Trefferserie wäre schon geil, aber ich glaube fast nicht, dass ich das schaffe. Ja, da hat er mich erwischt noch, ey, erwischt. Ja, aber 5 Klammer ja schon fast. Aber jetzt wird es langsam enger drin, hab ich so das Gefühl. Aber wenigstens immer die Suppe mit wieder machen. Aber wie ist so schön, keine halben Sachen machen. Wird doch verkackt, ey. Ja, und jetzt habe ich einen Betäubungsschlag gemacht, obwohl ich hinrichten wollte. So zum Beispiel. Au! Das tut doch weh, Junge. Also nur mir, aber. Au! So, 2/5 haben wir. Hat er mich noch erwischt oder was das sagt? Hängt mir nachher wie so ein dummes, kleines Kind, ey. Das ist schon geil. Ach ja. Tut mir leid, dass ich euch allen in den Schädel einschlagen muss. Na gut, nee, eigentlich tut mir nicht leid, aber ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ihr seid scheiße. Oh, diese Finisher, die sind so böse, ey. Die tun ja schon weh, wenn man da bloß zuguckt. Ja. Ja, Schwert gleichzeitig mit durch den Boden schieben. Das geht gar nicht. Ja, wieder diese Animation, das ist schon geil gemacht. Also, mein lieber Herr Gesangsverein.
Noch Mensch, ich wollte doch so eine 100er Treffer-Serie. Michael hätte damit bestimmt kein Problem, dass sie dann. So. Eigentlich will ich mal von den Kopf fliegen sehen, muss ich ja mal so ehrlich sagen. So, das hätten wir geschafft. Waffenverbesserung. Ja, Blutrausch verfallen und. Ach, mit UVS Sturm kann man unbegrenzt Hinrichtungen durchführen. Ist schön. Und wir haben eine Trophäe mitbekommen. Ich weiß nicht, ob die jetzt vor Angst wegrennen oder. Einfach hier alles niedermachen, ey. Nieder. Gefällt mir. So. Haben wir das mal fix gemacht hier. Gehört, hier drüben sind Informationen. Oh, 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 oh. Du hässlicher Karate. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, geht zu dem. Das ist scheiß Karagose. Ich muss aber erstmal, oder ich will erstmal gucken, was ich hier noch machen kann, beziehungsweise ja, ich mache Schnellreise zu dem. Ist momentan nicht verfügbar, okay. Gehen wir halt. Ich hab die Schnauze voll, ich geh schaukeln. Ist die nicht. Oh ne. So. Fledermaus, irgendwas. Hier ist. Das ist ja wieder so. Dieser Typ. Ja, cool, wenn ich den ein bisschen rausziehen könnte. So, Alena. Oder irgendwas. Der Hauptmann berichtete, dass sich der Waldläufer in der Gegend aufhalten könnte. Haltet also Ausschau. Ja, mal gucken, ob er kommt. Schanzen uns mal hier. Also, natürlich kommt er, ne? Also, so ist es ja, ne? Wer ist es denn? Ist es der? Humgard. Ja, Humgard. Oder Humgrad. Humdaga, Humdaga. Na, wo bleibst du denn, Freundchen? Lässt ja ganz schön viel Zeit. Made. Ja. Wenn ich dich diesmal töte, bleibst du gefälligst tot. Seid schon ruhig. Vorstellung von meinem Köln, Waldläufer. So,
Diesmal bleibst du aber tot, Arschloch. Sie sollen mich aufgrund der unzähligen Toten kämpfen. Ich habe jetzt so mal nebenbei gar nicht mitgeguckt, was das für eine Rune ist. Das können wir jetzt machen. Rune für den Bogen. Hier. Gebrochener Verstand. Chance von 36% bei jeder Aufzerrung oder Brandmarkung für Elbengeschosse zu erhalten. Okay. Behalten wir uns mal so drinne. Ist jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, das muss jetzt unbedingt sein, aber kann vom Nutzen sein. Informationen. Ich habe gehört, der Grabwandler trinkt das Blut der Orks, die er tötet, und behält ihre Skalps als Trophäe. Ah ja, Informationen sammeln. Über wen lassen wir uns mal Informationen geben? Tuka der Alberne. Was haben wir noch? Dark der Schänder. Tugok. Na, machen wir mal der hier. Brock der Zwilling. Wütend, weil andere Uruks so schwach und armselig sind. Na, da ist wo. Ah, nee. Das ist sogar einer der Aufträge mit. Früher oder später. Aber wenigstens haben wir hier den schon mal ein bisschen was entlocken können. Leidet Schaden durch Kampftodische. Leidet Schaden durch Explosion. Oh, nett. Und das, ja, hier. Furcht vor seinen Rivalen. Okay, der hat Angst vor Tugok. Oder hatte Angst. Das ist doch hier. Ah ne, das war ein anderer. Das hier war der Humgrat. Anfällig für Schleich, leidet Schaden durch Kampftodesstöße. Handgemenge, Geistbetäubung, Blocken, schnell laufen, blutdurstig, bla 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 bla. Hier haben wir noch einen Ausgestoßenen, den wir retten können. Was wir auf jeden Fall machen. Hab gehört, der Waldläufer soll sich hier herumtreiben. Was? Ein Wald vergiss nicht, der da klar ist. Ach, Leute. Kann ich eigentlich noch irgendwas anderes machen, außer die plus greifen und werfen? Das wäre mal schön zu wissen. Zerbrochen, jetzt verfügbar. Unglaublich, dass sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden. Die anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf uns. Knapp den Sklaven. Ich brauche erstmal wieder Elbenschüsse. Ja. Alles komm, Leute. Lasst uns das doch beenden. Ihr wisst, dass ihr keine Chance habt. Ich weiß, dass ich euch überlegen bin. Also von daher. Wie der mich noch erwischt hat. Wahrscheinlich. Nehme ich an. So. Nieder mit dem Kopf. So, du bist mir nicht mehr aufs Schwein.
Monster Gesicht. Ja. Ich würde sagen, wir kraxeln mal fix den Turm hoch. Einfach weil da haben wir unsere Ruhe erstmal vor diesen ganzen Idioten, die hier rumrennen. Und ich würde fast sagen, wir werden uns zu dem Schmiedeturm bewegen. Wir haben ja hier in diesem Gebiet, es wird wahrscheinlich noch mehr Gebiete geben, wie ich das mir annehme, haben wir ja schon fast alle Dingens, fast alle Schmiedetürme. Ich würde mich jetzt zu dem bewegen. Von dem Schmiedeturm aus werde ich versuchen, irgendwie rüberzukommen, weil ich mit dem Geist von Mordor weitermachen will. Ja, das ist Plan. Ob wir es schaffen, ist was anderes. Wir könnten eigentlich auch auf den vorher noch vorbeischauen. Einfach zum Aktivieren. Okay. Achso, ja, ist. Was denn ist es? Achso, der ist drüber. Ich will diese Knochen. Jemand schleicht hier herum. Und wenn es der Waldläufer ist, dann bekommen wir wenigstens gleich einen guten Kampf. Oder auch ne. Wenn es der Waldläufer ist, wird er dir von hinten den Dolch in die Brust rammen. Dort steht einer rum, der interessiert mich aber nicht. Die südliche Schwarze Straße, Kreuzung von Uldun. Ist schon wieder ein Karagor. Frei, so wie es klang. Halte mich für verrückt. Was ist das? Du. Also los, Leute. Wir zeigen ihm wieder bei uns. Er zeigt mir gar nicht. Ich hab keine Ahnung, um irgendwas zu zeichnen. So. Weg bin ich. So schnell wie ich erschienen bin, bin ich wieder verschwunden. Freunde. Schnellreise freigeschaltet. Eine Festung meines Hauses, errichtet aus Steinen der Erinnerung. Informationen, Itilidin oder sowas. Zerbrochen. Unten leuchtet auch noch ein bisschen was auf. So, was sind das hier? Westliche Garnison, das ist die östliche Garnison, jawohl. Hier haben wir noch eine Dolchmission. Hier haben wir noch ein Höhlensystem mit einem Artefakt. Hier brauchen wir Geistesblitz vorher. So, weiter geht's. Der Turm. Ich muss alles sagen, das ist immer ein bisschen wichtig mit die scheiß Türme. Einfach weil. Aus dem Grund, dass ich, wenn ich die Türme besitze. Oh, das ist ein Karagor, den wir fallen lassen können. Da kann ich erstmal ein bisschen Party machen. Schon allein aus dem Grund, wenn ich diese ganzen Dingens besitze, die ganzen Türme, kann ich mich schneller hin und her bewegen. Das bist du vorhin noch. Garm Schamane, okay. Details. Siege Garm, ja, du bist ein ganz netter Typ. Was ist denn das? Da ja. Natürlich noch keine Details über den verfügbar. Dann würde ich sagen, machen wir es uns etwas einfacher. Geben denn mal ein, zwei Pfeile mit hier.
So, jetzt müssen wir mal bitte Fokus regenerieren. Oder auch nicht. Das mal töte ich dich. Na, renn weg. Renn, Schlampe, renn. Einzigste, was du kannst. Das ist ja immer noch am Rennen. Der lang. Ach so. Ups. Ich natürlich dort jetzt mal lang geguckt kommen, weil wegen was getroppt und so. Ja, meine Rune haben. Ja. Noch eine Bogenrune. Scharfes Auge Stufe 9. Was hat er hier? Scharfes Auge Stufe 5. Was? Bei Schleichstellungen mit dem Bogen werden 30% Fokus wiederhergestellt. Und das sind 34% Fokus. Kann man die einfach mal zu den Fokusverbrauch einfach mal. Ja. Würde auch gehen, rein theoretisch, okay. Ich habe so übelst wenig epische Bogenruhen. So ist Sylvanischer Pfeil ausgedingst. So, jetzt muss man einmal hier durchrennen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Waffenlager geschützt sind. Die einzigen, die unsere einfach mal durchrennen. Wir können die Umgebung uns später angucken. Knochensäger. Und kennen scheinbar weder Alter noch Krankheit und schon noch Seltenheit. Okay. Der gute Knochensäger. Ja. Na, die wollen jetzt natürlich ein bisschen Verstärkung rufen. Das geht uns aber sonst wo vorbei, weil wir uns den Turm hier gesnackt haben. Also. Erneuern. Jawohl. Die Türme erstrecken sich vom Gestern in das Morgen. Ich lebe in diesen Steinen fort. Die Belagerung des Schattens. Artefakt. Hier haben wir noch Bittle Stuff. Hier oben genauso. Boah, hier haben wir sogar noch zwei solche Aufträge. Und natürlich den Geist von Mordor. Und da fällt hier fürs erste nur ein Turm. Und ich sehe gerade, dass ja diese Höhlen so ein kleines bisschen mit zu sehen sind hier. Aber wirklich nur ein kleines bisschen. Ja, und aber ich würde sagen, wir sind knapp bei einer Stunde. Knapp bei einer Stunde, obwohl 30 Minuten dasteht. Jawohl, Apo. Oh, hier ist ein Platz frei. Ja, wir sind jetzt knapp bei einer halben Stunde, beziehungsweise wenn ich das jetzt noch so ein bisschen rausziehe, sind wir bei einer halben Stunde. Und da würde ich sagen, nee, mit ja klarfen, ne? Wir werden. Fuck. Ach so, will ich mich hier
mich denn hier um? Was bist du denn für einer? Goffel von Lidlad. Schleichtodes, Fernkampf, berittene Bestien und Furcht vor Verbrennen. Nett. Einfach mal ganz kurz gucken, was ich denn mit Bogen für einen Schaden mitgebe. Jawohl! Ja, das finde ich sehr geil. Haben wir den auch noch fix weggemacht. So einfach mal durch Spaß an der Freude. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Die haben jetzt natürlich ein bisschen Angst. Wir kriegen noch ein bisschen Macht dazu. Und jetzt war's das aber. Haben wir unseren letzten Fall noch super genutzt. Leute, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.